Hallihallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo. Ich treffe in diesem Video die Hansemöwen, den Christian und die Ramona. Hallo. Und wir basteln wieder was. Es gibt wieder ein Ausbauvideo. Diesmal werden wir eine High-End-Elektrik in einem Camper ausbauen, denn die beiden haben sich hier richtig schön was zusammengestellt. Eine fette 300 Amperestunden Lithium-Batterie, 2000 Watt Wechselrichter, Solar-Laderegler, diesmal getrennt. Solarpanel habt ihr am Dach. Richtig, Solarpanel. Und ein richtig schönes Auto. Also, bleibt dabei, es wird spannend. So, ihr Lieben, es gibt wieder ein Ausbauvideo und zum Anfang aber nochmal der Hinweis, wir machen alles nach bestem Gewissen und haben auch schon ganz gut Ahnung von dem Kram, glaube ich. Aber natürlich gibt es keinerlei Garantie, dass das alles funktioniert, dass das fachgerecht ist. Wenn ihr selber irgend sowas bauen wollt, lasst euch auf jeden Fall von einem Elektrofachmann helfen oder lasst ihn das machen, wenn ihr selber nicht entsprechend ausgebildet seid. Das ist total wichtig, denn es ist natürlich auch gefährlich, mit Strom rumzuhantieren. Das nochmal als Hinweis, also keinerlei Garantie. Und wenn ihr irgendwie Fehler findet, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Dazu auch nochmal der Hinweis, es gibt auch wieder einen Blogartikel zu dem ganzen Video hier. Da werde ich auch nochmal ausführlichere Informationen reinpacken. Auch einen Schaltplan natürlich wieder, Materialliste. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn wir jetzt irgendwie Fehler noch feststellen im Nachhinein oder irgendwie Sachen aktualisieren, werde ich das da auch anmerken. Deswegen schaut auf jeden Fall mal rein, bevor ihr irgendwie anfängt, nach dem Video irgendwas nachzubauen. Da gibt es vielleicht noch Korrekturen. Und noch sehr geil, die Hansemöwen, die haben einen Instagram-Kanal und die haben jede Menge Fotos schon gemacht von ihrem Ausbau von Anfang an. Schaut da mal vorbei, das blende ich mal hier ein, verlinke ich euch hier, da, oben, überall, unter dem Video sowieso. Hansemöwe heißt der und da könnt ihr natürlich auch mal sehen, wie es weiterging, denn der Wagen ist ja noch nicht ganz fertig, aber ich glaube, das wird ein richtiges Schmuckstück. So, jetzt aber los. Da sind wir wieder. Hier sind die Hansemöwen und wir zeigen euch jetzt mal ein bisschen was. Ja, das ist unser Auto. Phenomaster, neuestes Modell 2020. Schönes Facelift. Ja. Der gefällt uns ganz gut. Das ist denn ein L1 H2, Höhe 2, Länge 1, also die kürzeste Variante. Den habe ich deswegen ausgewählt, weil wir finden den halt sehr kompakt, recht wendig und passt auch gut in den Parklücke bei uns rein, zu Hause. Und dann, Motorisierung ist 150 PS und Zuladung ist bis 3,5 Tonnen haben wir den gewählt. Das ist ganz wichtig. Also wir haben hier noch Luft nach oben, weil wir haben ja auch noch Boote, Kajaks und die wir mitnehmen müssen. Und da ist das schon wichtig, dass man 3,5 Tonnen hat. So, Stichwort Boote, ne? Leute, ihr müsst euch unbedingt mal dieses Video hier anschauen, das verlinke ich euch mal. Wir waren nämlich angeln mit den Hansemöwen in Norwegen und die Maja hat einen riesigen Fisch gefangen. Also nicht verpassen, das müsst ihr euch angucken, ihr müsst es euch angucken. Ja, also wir haben hier erstmal die Dachdurchführung für Solar. Da kommt das Kabel denn hier unten lang gelegt, wird das angeschlossen. Ja. Dann haben wir die ganzen Bedienelemente, Hauptschalter, dann für den Active-Wechselrichter, dann den Solarmonitor und dann hier das Bedienpanel für Beleuchtung. Hier ist nochmal ein USB-Anschluss zusätzlich. Dann haben wir hier nochmal die 12-Volt-Dose. Ja, und Voltanzeige, die kann man als einstellen halt. Ne? Dann kommt hier noch. Später kommt hier noch ein Player rein. Ja, so eine zu der Technik. HiFi-Anlage kommt hier noch rein, ein großer. Mhm. Dann hier oben kommt noch ein Media-Player rein, ein kleiner. Dann ist das komplett. Dann kommen hier noch Lautsprecher rein. Vorher habe ich jetzt hier erstmal einen kleinen Fernseher einzubauen mit einer 5.1-Anlage. Mhm. Das wird recht interessant. Mit Subwoofer, alles drum dran. Also eine richtige Kinoanlage. Das im nächsten Teil dann. Aber erstmal bleiben wir bei unserer Technik und das wird schon spannend. Ja. Das ist der Unterschied, ne? Also hier ist noch nicht gedämmt, hier kommt nachher noch ein Fenster rein.
geplant ist ein 60x45 großes Fenster. Mhm. Und hinten wollen wir auch nochmal ein 45x50 Fenster einbauen. Ja. Hier ist noch nicht gedämmt, das hört man ja. Hier ist das schon richtig. Also wir haben gedämmt mit 32 mm Hammerflex. Mhm. Nochmal 13 mm obendrauf. Und dann nochmal eine Dampfsperre mit jeweils 3 mm. Also das sollte eigentlich wintertauglich sein. Wir hoffen. So. Jetzt gehen wir mal aufs Dach. Ja, sieht gut aus. Von der Größe her auch ganz gut. Ja. Hat gerade so aufgepasst, die Abmaße. Deswegen habe ich das 180er genommen. So, das muss ich nochmal filmen hier. Das ist so schön, ne? Schön gefilzt hat das die Ramona. Ja. Im Marine-Style. Hat auch voll Spaß gemacht. Dadurch, dass wir unseren Camper im Maritim-Style gestalten wollen, haben wir gedacht, wir arbeiten mit Kordeln. Das gefällt uns echt gut. Schön. So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch erstmal im Detail, was wir hier genau vorhaben. Ich habe wieder einen Schaltplan dafür gemacht und den werde ich euch jetzt mal ausführlich erklären und euch mal genau hier vorführen, welche Technik hier zusammenkommt, was dabei zu beachten ist, sodass auch für viele möglichst einfach ist, wieder das nachzubauen. Ich werde euch jetzt hier anhand des Schaltplans mal ganz genau im Detail erklären, wie wir die Anlage hier aufgebaut haben. Kern und Herzstück unserer Schaltung ist natürlich die Lithium-Ionen-Batterie. Eine Lithium-Ionen-Batterie hat eine sehr viel höher nutzbare Kapazität als herkömmliche Bleisäure- oder AGM-Batterien. Deswegen hat sich Christian auch dafür entschieden. Diese Batterie hat auch eine sehr hohe Kapazität von 300 Amperestunden. Und das ist auch wichtig, denn wenn wir entsprechend Wechseltrichter dran anschließen wollen mit sehr hoher Leistung, in dem Fall 2000 Watt, ist es auch wichtig und nötig natürlich, dass die Batterie den Strom dafür zur Verfügung stellen kann und auch ausreichend Kapazität hat, sodass sie nicht wirklich in einer halben Stunde dann schon leer ist, sonst wird das Ganze keinen Sinn machen. Die Lithium-Ionen-Batterie hat auch einen eingebauten Batteriecomputer, den kann man über Bluetooth auslesen. Dazu gibt es eine kostenlose App von Active, die kann man mit der Batterie koppeln und dann hat man hier direkt die genaue Anzeige der aktuellen Werte, der Restkapazität, Ladezyklen. Und das ist natürlich sehr praktisch, insofern braucht man auch gar keinen externen Batteriecomputer mehr. Ja, so ein 12-Volt-System ist erstmal natürlich ganz simpel aufgebaut. Wir haben einfach hier entsprechend Verbraucher angeschlossen an den beiden Polen der Batterie über zusätzliche einzelne Sicherungen. Wir haben hier zwei Stromkreise aufgebaut. Ein Hauptstromkreis, der den Dauerplus darstellt. Das ist zum Beispiel für die Standheizung oder für den Kühlschrank. Der soll ja immer laufen, auch wenn wir jetzt gar nicht im Auto sind und das Auto länger irgendwo steht, müssen diese Geräte ja trotzdem weiterlaufen. Die Verbraucher, die jetzt hier aufgeführt sind, sind exemplarisch zu verstehen. Christian und Ramona sind ja noch dabei, das Auto weiter auszubauen und das werden die auch im Detail dann festlegen, was hier noch so für Geräte angeschlossen werden. Der zweite Stromkreis ist ein geschalteter Stromkreis. Dafür haben wir einen Hauptschalter vorgesehen. Den haben wir auf dem Bedienpanel untergebracht und das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn ich jetzt alle Verbraucher, die im Bus gebraucht werden, wenn ich halt wirklich im Bus wohne oder beziehungsweise mich darin aufhalte, also zum Beispiel Wasserpumpe für die Spüle oder auch das Licht natürlich, die 12-Volt-Steckdosen, die brauche ich in der Regel nur, wenn ich wirklich mich im Van aufhalte, wenn ich den benutze und dann kann ich über einen Hauptschalter auch alles auf einmal ausschalten. Das hat dann den Vorteil, dass ich da sicher bin, dass nicht irgendwelche Verbraucher noch vielleicht Strom ziehen, während ich das Auto längere Zeit irgendwo geparkt habe. In dem Schaltplan hier habe ich auch wieder weitere Informationen zu Sicherung und Kabelquerschnitten vermerkt. Dazu gibt es noch viel mehr detaillierte Informationen in meinem Blogartikel, den ich ja unten in der Videobeschreibung auch verlinkt habe. Falls ihr irgendwie andere Batteriegrößen, andere Wechselrichtergrößen vor allen Dingen oder andere Verbraucher benutzen möchtet, dann ist es natürlich wichtig, hier auch entsprechende Sicherung anzupassen und die Kabelquerschnitte vor allen Dingen. Die Kabelquerschnitte müssen immer mindestens so groß ausgelegt sein, dass sie den maximal vorkommenden Strom gut dafür geeignet sind. Und auch die Sicherungen hier, die bei Batteriepolen zum Beispiel immer kurz hinter dem Pol muss immer das Kabel abgesichert werden. Die Sicherungen müssen so ausgelegt sein, dass das Kabel entsprechend nicht überlastet wird. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch wieder Strom in das System reinbringen, wenn die Batterie leer ist. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, die aufzuladen. Die einfachste Möglichkeit, da fange ich mal mit an, ist natürlich eine Solaranlage. Und Christian und Ramona haben sich ja hier entschieden, ein 180 Watt Solarpanel, das ist auch von Active, auf ihren Dachträger festzumontieren. Und dann werden wir das gleich hier an dem Solarladeregler anschließen. Der Ausgang des Solarladereglers führt dann einfach zur Batterie. Und somit habe ich schon eine vollständige solarautarke Solaranlage.
Wenn ich jetzt hier genug Sonne habe, könnt ihr schon mit dieser Anlage komplett autark zurechtkommen. 180 Watt Panel ist aber in der Realität etwas gering, um jetzt wirklich nur von Solar zu leben. Klassisch kann natürlich die Batterie auch aufgeladen werden mit einem ganz normalen Batterieladegerät, wenn ich Landstrom zur Verfügung habe, also wenn ich irgendwo eine Steckdose zur Verfügung habe, wo ich den Wagen ankabeln kann. Und wir benutzen hier den CSI20 von Active. Das ist ein Kombigerät, der hat auch ein Ladegerät eingebaut, aber er kann natürlich noch viel mehr, denn er ist auch Wechselrichter und unterbrechungsfreie Stromversorgung. Und das Ganze funktioniert so. Hier habe ich zunächst den Eingang zum Gerät, das heißt, mit diesem Kabel hier kann ich mich an eine normale Steckdose anschließen, CE-Steckdose, wie das üblich ist auf Campingplätzen. Und wir haben dann einen Sicherungs- und FI-Schalter verbaut. Da gibt es kombinierte oder auch einzelne Geräte. Der Christian hat sich jetzt hier so zwei einzelne Geräte verbaut. Und hier im Plan seht ihr aber ein kombiniertes Gerät. Ich verlinke euch da entsprechende Produkte ja auch in meinem Blogartikel. Wichtig ist hier, dass die Geräte zweipolig sind, also zweipolig abschalten, FI-Schalter und der Leitungsschutzschalter, denn es ist auch möglich, dass man in manchen Ländern über Schuko-Steckdosen sein Auto ankabelt und wenn man dann keine CE-Steckdose und CE-Stecker hat, wie die blauen hier, dann können die beiden Pole vertauscht werden, also Phase- und Neutralleiter. Das ist grundsätzlich soweit nicht schlimm, aber man muss halt sicherstellen, dass dann im Fehlerfall auch zweipolig abgeschaltet wird. Zur Erdung kann ich auch hier noch sagen, es ist ganz wichtig, den Schutzleiter hier erstmal natürlich durchzuverbinden. Dann haben wir hier in dem Anschlusskästchen, wo auch die Sicherungen drin sind, und der FI-Schalter haben wir eine Erdungsschiene und da führen wir die Schutzleiter drauf und auch eine Verbindung zur Karosserie des Wagens oder zum Minuspol der Batterie. Das ist ja auch, der ist auch mit der Karosserie verbunden. Also Minus und Masse der Karosserie sind immer miteinander verbunden und auch das Gehäuse des Active Gerätes haben wir hier mit einer Erdungsschraube, die da dran ist, auch mit auf die Schiene gelegt, die Erdungsschiene hier in dem Sicherungsverteiler. Der Ausgang der Sicherung und des FI-Schalters gehen dann hier über den Kaltgerätestecker in den CSI20. Wenn ich dann Landstrom habe, kann ich ganz normal über diese Verbindung, die wird hier übrigens doppelt ausgelegt bei diesen Geräten, das heißt, man hat einfach zwei parallele Kabel über diese jeweils zwei Anschlüsse Plus und Minus zur Batterie. Das ist einfach aufgrund der hohen Leistung so aufgebaut und die müssen auch entsprechend abgesichert werden, müssen entsprechend einen Querschnitt haben. Über diese Verbindung kann ich jetzt die Batterie laden, das heißt, der Active CSI20 ist auch ein Ladegerät. Wenn ich hier Landstrom habe, lädt er die Batterie wieder mit 20 Ampere auf. Die wesentliche Funktion dieses Gerätes ist aber der Wechselrichter, denn dieses Gerät ist ein Hochleistungswechselrichter mit einer Leistung dauerhaft bis zu 2000 Watt. Das heißt, er erzeugt, wenn ich keinen Landstrom zur Verfügung habe, also hier keinen Stromanschluss extern zur Verfügung habe, erzeugt dieses Gerät eine echte Sinusspannung 230 Volt bis zu 2000 Watt. Und über die Steckdosen hier im Gerät kann ich dann ganz normal Geräte verschiedenster Art mit einer Leistung bis zu 2000 Watt anschließen und betreiben. Und damit habe ich nun schon eine vollwertige, sehr hochwertige und leistungsfähige autarke Stromversorgung. Wenn ich im Auto unterwegs bin, dann ist es natürlich ganz verschieden, was ich für Sonnenertrag habe, was ich für Bedingungen habe, über die Sonne Strom zu bekommen. Und in der Regel habe ich auch keinen Landstrom, denn ich bin ja im Camper immer irgendwo in der Natur meistens unterwegs oder auch in Städten, aber natürlich selten an einer Steckdose. Und deswegen ist auch aus meiner Erfahrung am allerwichtigsten immer auch die Möglichkeit, über die Lichtmaschine zu laden. Das Fahrzeug selber hat natürlich ja im Motorraum ein Energiesystem, um die Starterbatterie zu laden und um sich selbst mit Energie zu versorgen. Und genau das zapfen wir einfach an. Wir ziehen ein Kabel von der Starterbatterie zu unserer Zusatzbatterie quasi, aber das können wir nicht direkt anschließen, denn sonst würde die Zusatzbatterie permanent aus der Starterbatterie Strom ziehen und diese damit entladen. Wir müssen diese Batterien also über ein intelligentes System trennen und dazu gibt es den Ladebooster. Dieser Ladebooster, der arbeitet zum einen als elektronisches Trennrelais, das heißt, er verbindet die beiden Batterien nur, wenn der Motor entsprechend läuft. Und gleichzeitig arbeitet er aber auch als Ladebooster. Das bedeutet, er sorgt dafür, dass immer ausreichend Strom von der Lichtmaschine, von dem Energiesystem aus dem Motorraum für die Zusatzbatterie zur Verfügung steht. Denn bei neueren Motoren, Euro 6 mit Start-Stop-Automatik und so weiter, wird gar nicht mehr genug Strom zur Verfügung stehen für die Zusatzbatterie. Der Ladebooster simuliert hier entsprechend immer eine Lastanforderung und sorgt dann dafür, dass immer genug Strom drüber fließt. Der Ladebooster ist zum einen natürlich auch hier wieder mit der Masse verbunden. Und dann haben wir einfach einen Eingang hier im Ladebooster. Der muss natürlich auch wieder direkt hinter dem Batteriepol an der Starterbatterie abgesichert werden. Und dann führt der Ausgang des Ladeboosters
auch auf unsere Plus-Schiene der Zusatzbatterie. Woher weiß der Ladebus ja jetzt, wann der Motor läuft? Das müssen wir Ihnen noch mitteilen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man das auch über eine Spannungserkennung machen. So habe ich das auch in vergangenen Videos, im vergangenen Video, als ich Kais Bus ausgebaut habe, aufgebaut. Da haben wir einfach Fühlerleitungen zum Ladebooster gelegt. Dafür gibt es extra Eingänge hier. Wir haben uns jetzt eine andere Lösung überlegt, nämlich einfach einen Zündungsplus zu nehmen, der nochmal geschaltet ist. Damit sichergestellt, dass bei Zündung aus die Batterien getrennt sind. Zusätzlich kann der Christian und Ramona können das auch manuell aus- und einschalten. Das ist eigentlich am komfortabelsten. Dazu sage ich gleich nochmal was. Dafür gibt es hier so einen D-Plus-Eingang. Ich habe das jetzt in dem Schaltband hier einfach nur mal als Beschriftung angemerkt. Das wird sonst hier zu unübersichtlich. Dieser D-Plus-Eingang vom Ladebooster. Wenn da Plus anliegt, plus 12 Volt, dann schaltet sich der Ladebooster ein. Und wie wir den steuern, das werdet ihr gleich noch im Detail sehen. Dann erkläre ich das nochmal am Auto. Die benötigten Geräte hier, die ganzen Materialien, Kabel, Stecker, Kabelschuhe, alles Mögliche habe ich euch in einer Einkaufsliste und Materialliste ausführlich zusammengestellt. Das findet ihr auch alles auf meinem Artikel auf meiner Webseite, der zugehörige Selbstbauartikel zu diesem Video. Auf meiner Seite JBTV im Bereich Do-It-Yourself findet ihr dazu die komplette Bauanleitung und auch noch weitere Informationen über Variationsmöglichkeiten, Auswahl der Batteriegröße, des Wechselrichters und so weiter und so weiter. So, jetzt aber genug Theorie, jetzt geht's an die Praxis. Jetzt werden wir das Ganze mal zusammenbauen. Ja, ein neues Fahrzeug mit Euro 6 Start-Stopp-Funktion. Also auf jeden Fall hat die ganze Stromversorgung hier, Lichtmaschine, so ein sehr effektives Energiemanagement. Das heißt, wir kriegen, sobald die Fahrzeugbatterie voll ist, gar nicht genug Strom für die Zusatzbatterie zum Laden. Ne? Und deswegen haben wir ja den Ladebooster eingebaut. Ne? Genau. Und jetzt ist aber so, dass der Ladebooster, man natürlich wissen muss, wann läuft die Lichtmaschine, weil sonst würde er ja quasi die Batterie hinten schon laden über die Starterbatterie und die leersaugen. Und deswegen müssen wir so ein Signal da dem Ladebooster mitteilen. Es gibt da so ein D-Plus-Signal, was früher so die klassische Lichtmaschinensignal war. Sobald die Lichtmaschine läuft, hat das Strom. Gibt es aber hier in dem Sinne nicht mehr, weil es, wie gesagt, Energiemanagement ist. Jetzt habe ich mir überlegt, der hat ja auch Start-Stopp-Funktion. Wenn man jetzt an der Ampel steht, der Motor geht aus, dann macht es auch keinen Sinn mehr, dass der Ladebooster weiter lädt. Ne? Eigentlich macht es nur Sinn, wenn man auf der Autobahn fährt oder längere Strecken fährt, den Ladebooster überhaupt zu benutzen. Ne? Jetzt haben wir uns überlegt, wir machen einen Schalter da rein, der das Ganze ausschaltbar macht. Und gleichzeitig aber nehmen wir auch den Zündungsplus, weil dann ist sichergestellt, sobald die Zündung aus ist, ist er auf jeden Fall getrennt. Dann lädt der Ladebus auf keinen Fall, dann hat er die Batterien getrennt. Also ich finde die Lösung richtig gut. Da kann ich das mal zuschalten und gegebenenfalls abschalten, wenn der nicht benötigt wird. Genau. Zum Beispiel in der Stadt brauche ich den eigentlich gar nicht. Oder wenn du noch Solar hast, das ist sowieso gut. Ne? Weil, genau, Solarstrom habe ich auch noch. Wenn man jetzt weiß, ich kriege genug Strom über Solar, dann brauchst du den Ladebooster gar nicht. Nee. Ne? Kannst du Sprit sparen und Sonne. So sieht's aus. Die Sonne macht's. Die Sonne macht den Rest. So, und jetzt habe ich hier den Zigarettenanzünder ausgewählt. Das ist natürlich ein geeigneter Stromkreis. Der hat 15 Ampere. Da zapfe ich jetzt das Kabel an, was dahinter ist. Da komme ich nämlich gut dran. Und da werde ich mit einer Sicherung natürlich hier, ne, Sicherung immer absichern, werde ich die Steuerleitung für den Ladebooster dran hängen. So, man kann ja nicht nur arbeiten, ne? Zwischendurch muss auch mal gegessen werden. Außerdem ist dann auch der Christian. Die Christian 2. Und wir sind im Rostocker Fischmarkt.
So Leute, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ne, wo wir angeln waren, ihr müsst es euch anschauen. Ihr müsst es euch anschauen. Eigentlich immer nur mit dem Hin und Her. Nein, da kommt er. Oh, jawohl, ein Seelachs. Ja, ja, ja. Ein Holland. Nee, Seelachs. Ein riesengroßer Seelachs. Nein, er ist weg. Oh, schade. Schade. Gemeinsames Handwerk macht am meisten Spaß. Ja. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir da alles so angeschlossen haben. Genau. Ich zeige euch jetzt nochmal den ganzen Aufbau. Wir gehen jetzt mal ums Auto rum. Ich erkläre das nochmal alles ganz genau. Und dann werden wir es natürlich auch alles einschalten nochmal und testen. Und auch das seht ihr jetzt. So. Hier haben wir ja ein Kabel dran gemacht. Direkt an die Batterie. Das ist quasi die Verbindung zur Lichtmaschine. Wir haben noch einen Schalter hier eingebaut, mit dem wir dann den Ladebooster ein- und ausschalten können. Das habe ich mir überlegt, weil es einfach durch diese Start-Stopp-Automatik und Euro 6 Energiemanagement nicht immer Sinn macht, den Ladebooster laufen zu lassen. Außerdem haben wir den am Zündungsplus dran. Das heißt, wir haben also quasi so ein D-Plus simuliert vom Zündungsplus über diesen Schalter in den D-Plus-Eingang vom Ladebooster. Und dadurch ist jetzt immer sichergestellt, wenn die Zündung aus ist, ist auf jeden Fall der Ladebooster aus. Dann sind die Batterien getrennt. Wenn die Zündung an ist, kann der Christian und die Ramona können die jetzt hier wählen, ob sie den Ladebooster einschalten wollen. Und insofern ist es eigentlich komfortabel, ne? Luxus. Wichtig ist immer, dass man hier so fette Sicherungen auch nimmt. Ne? Habe ich ja euch alles im Plan erklärt. Ne? Da müssen echt ausreichend Sicherungen, dann die Verbindungen müssen sauber sein. Das ist wirklich wichtig, weil wir haben jetzt hier 90 Ampere Ladebooster drin. Der geht schon richtig fett Saft drüber. Und damit das alles sauber ist, muss auch natürlich sauber gearbeitet werden. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Da ist unser Ladebooster. Kabel gehen hinten rein. Der springt dann an, wenn wir den Motor starten und den Schalter anmachen. Das schauen wir uns gleich mal an. Hier oben ist unser Pluspol. Das sieht ein bisschen, es ist ein Kunstwerk geworden. Ja, ich würde das auch mal eher als provisorisch bezeichnen. Was mir hier einfach noch gefehlt hat, ist eine Verteilerschiene. Da muss ich echt nochmal schauen, dass ich ein passendes Produkt finde. Hier alles auf die Pole zu klatschen, ist natürlich nicht wirklich praktisch. Falls einer einen Tipp hat, wie man das besser und schöner machen kann oder irgendwie so ein Bauteil hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Also die Batterie lädt also während der Fahrt. Gleichzeitig können wir die Batterie auch laden, wenn wir Landstrom haben. Dafür gibt es hier eine Außensteckdose. Tada! Und die führt hier in den Sicherungskasten erstmal. Na, da haben wir einen FI-Schalter drin, eine Sicherung, 10 Ampere Sicherung. Und von der Sicherung aus geht es dann in den Active-Wechselrichter. Hier in den normalen Kaltgeräteanschluss. Der hat ja auch die Funktion einer unterbrechungsfreien Stromversorgung. Das bedeutet, sobald ich Landstrom habe, schaltet der den Strom durch auf die Steckdosen, die hier hinten drauf sind. Und dann kann ich ganz normal den Landstrom benutzen. Wenn ich keinen Landstrom habe, kann ich den Wechselrichter einschalten. Oben an der Fernbedienung oder auch hier hinten an dem Schalter. Und dann kann ich über den Wechselrichter Strom im Auto benutzen. Und wir haben hier 2000 Watt Wechselrichter. Hat sich der Christian und die Ramona haben sich das ausgesucht. Also richtig satt für alle möglichen Anwendungen. Eure Idee war auch irgendwie so ein Kochfeld noch vielleicht dran zu machen, ne? Induktionskochfeld oder Wasserkocher kann man auch gut natürlich dann benutzen. Und bei der fetten Batterie von 300 Amperestunden macht es natürlich auch Sinn. Genau, das wäre die zweite Lademöglichkeit über Landstrom, ganz normal. Da ist nämlich auch ein Ladegerät eingebaut. Also in dem Moment, wo ich Landstrom habe, habe ich einmal Strom, wie gesagt, und gleichzeitig lädt aber dieses Gerät dann auch die Batterie auf. Das wäre das. Hier haben wir noch eine Steckdose dran gemacht. Das wollte Christian so haben. Die geht einfach parallel zu der Außensteckdose. Das heißt, sobald da Strom rein ist, habe ich hier auch nochmal Strom. Kann man dann am Campingplatz zum Beispiel dann noch Geräte benutzen oder Kumpels noch mit einstecken. Ne? Das war der Gedanke.
Der Ladebooster hat auch eine Funktion, die Starterbatterie zu puffern. Das ist auch sehr, sehr schön, haben wir jetzt auch aktiviert. Dabei ist natürlich wichtig, dass man hier die ganzen Einstellungen sich mal ausführlich mit beschäftigt. In der Bedienungsanleitung ist das super beschrieben. Ich gehe das jetzt nicht alles im Detail durch. Es ist auch nicht wirklich kompliziert. Es gibt aber eine Funktion zur Rückladung der Starterbatterie. Das funktioniert aber nur, wenn man über den DM-Plus-Eingang den benutzt. Das machen wir ja. Dann macht der Ladebooster quasi, wenn die Bordbatterie voll ist hier, das erkennt er anhand der Spannung, und dann lädt er die Starterbatterie auch wieder nach mit bis zu 5 Ampere. Das ist super praktisch, wenn man jetzt super lang irgendwo steht im Sommer. Dann hat man über Solar ja die ganze Zeit Energie. Oder im Winter auch vor allen Dingen. Das kommt ja dann auch häufiger mal vor, dass man da irgendwo rumsteht. Und dann hat man da Energie über die Solar, und dann schaltet das der Ladebooster automatisch auch nach vorne durch oder lädt das nach vorne durch. Auch eine sehr schöne Funktion. Die dritte Möglichkeit ist natürlich Solar. Da schauen wir uns jetzt nochmal an, was wir da verbaut haben. Solarpanel haben wir ja am Dach. Das ist ein 180 Watt Panel von Active. Kabel hat der Christian hier durchgeführt. Und das geht jetzt hier zu unserem Solarladeregler. Den haben wir hier unten verbaut. Das ist ein DSC25. Der hat auch nochmal einen Parallelladezweig für die Starterbatterie. Wenn man jetzt keinen Ladebooster hat, kann man auch damit quasi die Starterbatterie puffern. Den benutzen wir jetzt gar nicht, weil wir es über einen Ladebooster machen. Soweit erstmal so gut. Ich glaube, wir testen es jetzt mal, ne? Damit man auch mal ein bisschen was sieht. Hier haben wir natürlich noch unsere Anzeigegeräte. Da sieht man auch schon, wir haben ja schon eingeschaltet. Es funktioniert schon gut, der Wechselrichter. Das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ich würde sagen, wir starten mal wieder mit dem Ladebooster. Mhm. So, dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt in der Funktion aussieht. Ich würde mal sagen, wir machen mal den Ladebooster an, ne? Also Motor an, und dann schauen wir mal, was passiert. Was super schön ist, es gibt auch Bluetooth-Funktionen für verschiedene Geräte. Ganz wichtig natürlich für die Batterie. Da ist ein Batteriecomputer eingebaut, den man über Bluetooth auslesen kann. Und deswegen haben die beiden sich auch keinen zusätzlichen Batteriecomputer mehr ausgesucht. Man kann hier mit dieser Active-App sehr schön den Zustand der Batterie überwachen. Und jetzt schauen wir nämlich mal, der Motor läuft. Und wir sehen hier 99,6 Ampere gehen hier rein jetzt. Wow, das ist natürlich eine ganze Menge. Das ist jetzt der Strom, der vorne von der Lichtmaschine kommt, plus der Solarstrom. Dann haben wir hier noch eine Fernanzeige oder eine Charge Control von Votronic eingebaut. Der ist am Ladebooster angeschlossen. Der zeigt jetzt auch die Werte vom Ladebooster an. Und man sieht hier schon, das Gerät ist am Laden. Ladebooster ist an. Man kann natürlich auch hier am Ladebooster selber den Funktionszustand ablesen. Das sieht alles gut aus. Okay, danke. Mach mal wieder aus. Der schaltet sich immer automatisch selber komplett ein, sobald von vorne Strom kommt, und dann wieder komplett aus. Das ist auch völlig normal so. Also wenn man jetzt keinen Motor nicht laufen hat, hat der erstmal soweit keine Funktion. Jetzt schauen wir mal, wie der Wechselrichter funktioniert. Da haben wir auch eine Fernbedienung natürlich mit eingebaut. Das ist auch sehr praktisch. Die steckt hier. Und es gibt jetzt verschiedene Funktionsmodis. Das muss man sich auch mal am besten in der Bedienungsanleitung durchlesen. Ich habe schon in den Kommentaren bei meinen anderen Ausbauvideos manchmal so herausgefunden, dass die Leute gar nicht richtig verstanden haben, wie das funktioniert. Deswegen schaut es euch auf jeden Fall mal an. Genau, man hat hier erstmal eine Anzeige über die Batterie. Das ist allerdings ein Schätzwert. Das kann man eigentlich nicht benutzen, weil das ist eine Lithium-Ionen-Batterie. Die hat sowieso immer recht viel Spannung. Der misst ja einfach die Spannung und zeigt das an, um genau abzulesen, wie viel Kapazität in der Batterie sind. Dafür benutzt man am besten wirklich die App, um das mit Bluetooth aus der Batterie auszulesen. Wir haben hier noch eine Anzeige, ob die Batterie gerade im Lademodus ist. Das heißt, wenn wir da Strom anschließen, das können wir uns gleich nochmal anschauen, dann müsste das hier auch aufleuchten. Und wir haben auch eine Anzeige über die aktuelle Belastung des Wechselrichters. Das probieren wir auch gleich mal aus. Kannst du mal den Föhn da hinten einstecken und den anmachen? Wir haben einen 2000 Watt Heißluftföhn, den wir jetzt mal da hinten einstecken. Genau. Und dann müsste es nämlich hier auch ganz gut abgehen. Ja, da sieht man schon. Ja, das schauen wir uns jetzt auch mal auf der App an, was da für ein Strom dann durchfließt. Da sieht man es natürlich auch direkt in der Batterie. Genau, da geht direkt der Strom hoch. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja. So geil. So, genau, das mit der Funktion, das muss ich glaube ich nochmal erklären. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, ob ich das selber richtig erklären kann. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, den so zu benutzen, dass der entweder den Wechselrichter, also den Batteriestrom als Vorrang benutzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sage, ich will so viel wie möglich von meiner Batterie erstmal verbrauchen, damit ich gar nicht so viel Energie aus der Steckdose ziehe, ne,
dann, solange dann die Batterie genug Power hat, dann hat er immer den Wechselrichter an, auch wenn hinten Strom ist. Ich glaube, das ist nämlich dieser Eco-Mode. Und wenn ich auf OPS mache, dann ist es aber so, dass er wirklich, wenn Strom anliegt, direkt den Strom durchschaltet, sodass ich dann auch definitiv den Wechselrichter ausgeschaltet habe, sobald ich hinten Strom habe. Das ist eigentlich die sinnvollste Einstellung, weil ihr wollt ja jetzt nicht irgendwie eure Stromkosten so um irgendwelche Pfennige senken, sondern möglichst viel Energie zur Verfügung haben. Dann ist es natürlich sinnvoller, dass man die Batterie nicht belastet, wenn man jetzt Landstrom hat. Aber es gibt, wie gesagt, da echt eine ganz gute Beschreibung in der Bedienungsanleitung. Das sollte man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Hier haben wir noch einen Solarmonitor, der zeigt die Daten an vom Solarladeregler. Wir haben hier den Active Solar Laderegler verbaut. Und da kann man den aktuellen Wert, der aktuelle Strom, der jetzt hier in die Batterie reingeht, den können wir hier ablesen. Der summiert auch die Leistung auf. Das heißt, man kann ihn auch immer wieder resetten. Man kann dann schauen, wie viel habe ich überhaupt den Tag über an Energie bekommen oder über einen beliebigen Zeitraum. Das kann man dann alles hier schön sich anschauen. Der Solar-Laderegler hat auch eine Bluetooth-Schnittstelle. Das ist auch sehr praktisch. Und auch dazu gibt es eine kostenlose App von Active. Und hier kann man dann sehr bequem auch den ganzen Verlauf der Solarenergie nachschauen. Also hier wird alles aufgezeichnet und natürlich auch die aktuellen Werte ablesen. Ebenso kann man hier den Status über die Solaranlage auslesen. Ach, ich liebe das ja, das ist so geil, ne? Man ist so unterwegs, du hast dann, die Sonne scheint und die lädt dich wieder auf. Alles aus der Natur, schön autark. Ich finde das geil. Und Männer müssen immer was messen, haben wir schon festgestellt. Der Christian liebt das nämlich auch, deswegen hat er auch so viele Geräte hier. Männer messen gerne und es ist aber auch einfach total praktisch. Ne? Das wissen wir noch gar nicht, ob wir das angeschlossen kriegen. Ne? Christian hat da irgendwie alles, was möglich ist, mal mitbestellt an Fernanzeigen, also auch für den Ladebooster. Haben wir im Moment aber noch nicht ans Laufen gekriegt. Ich glaube, man kann nur eins von beiden anschließen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das ist auch eigentlich eine Betriebsanzeige für den Ladebooster, was der gerade für eine Funktion aktiv hat. Ja, schauen wir mal. Wir werden noch ein zweites Video machen, dann kommen diese Ergänzungen, die Erfahrungswerte. Hier haben wir einen Hauptschalter verbaut. Damit können wir einfach einen Stromkreis generell ein- und ausschalten. Das haben wir uns so überlegt. Ne? Macht Sinn im Camper. Man hat ja oft so Geräte, die dauerhaft Strom brauchen, zum Beispiel Kühlschrank oder Standheizung. Und man hat Geräte wie Licht oder Steckdosen. Da ist es schön einfach, wenn man ausschaltet, weil dann weiß man genau, jetzt gehen wir spazieren und wir schalten hier drin alles aus. Nichts verbraucht mehr Strom, was nicht unbedingt sein muss. Deswegen ist es eigentlich auch sehr praktisch. Hier gibt es noch mal so Beleuchtung jetzt, die haben wir ja schon hier. 12-Volt-Steckdose. Naja, haben wir eben schon alles am Anfang erklärt, glaube ich. Ne? Funktioniert alles. Ja. Genau so ist es. So muss das sein. Yeah. Jetzt Landstrom. So, jetzt geht's los. Landstrom. Genau, jetzt testen wir mal Landstrom. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ne? Was passiert da? Dann stecken wir mal den Strom hier dran. Dann müssen wir noch die Sicherung hochdrücken, den FI und so. So. Strom ist drin. Genau, da muss man die Sicherung mal reinmachen. So, der FI fliegt schon mal nicht raus, das ist gut. Jetzt müssten wir eigentlich eine Anzeige haben auf dem. Ja. Auf der Fernbedienung, schauen wir mal, vom Wechselrichter. Ah ja, genau, super geil. Er hat AC in und Bypass, ne? Also Strom geht rein und er ist auf durchgeschaltet. Bypass heißt einfach jetzt, er hat die Funktion, dass er durchschaltet. Und wir sehen jetzt auch, der lädt jetzt auch. Jetzt können wir nochmal in die App gucken, wie viel Strom der die Batterie jetzt lädt. AC Charge automatisch ist an. Schauen wir mal in die App. Genau, 24 Ampere, 24,3 Ampere, genau, da ist jetzt wieder Solarstrom plus der Ladestrom. Der müsste, glaube ich, 20 Ampere Ladestrom haben, ne? Der eingebaute Laderegler, also das Ladegerät in dem Active. Da kommt auch hin, dann haben wir mit dem Solarstrom zusammen 24,3 gequetschte Ampere. Ja. Ja. Cool. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, jetzt gucken wir nochmal nach der Steckdose, ob die Funktion hat. Ja, genau. So, hier, jetzt halt auch anders. Das gerade geladen wird. Ne? Ah ja, genau. Das zeigt er da auch an. Genau. Genau, man hat natürlich am Wechselrichter selber auch Anzeigen, ne? Aber ich würde immer die Fernbedienung mit
dran machen. Die kostet auch irgendwie nur, ich glaube, noch nicht mal 20 Euro oder sowas, ne? Irgendwo oder 20 Euro rund. Also ja. Fernbedienung ist auf jeden Fall empfehlenswert. Es gibt jetzt übrigens einen Facelift seit dem Frühling diesen Jahres 2020 für diese Active-Geräte. Die sahen früher ein bisschen anders aus, vor allem die Fernbedienung sieht jetzt viel schicker aus. So, jetzt testen wir mal noch die Steckdose, genau. Ja. Prima. Die ist direkt einfach durchgeschliffen. Ja, dann vielleicht noch ein Hinweis auch zu den Steckdosen. Das kam auch oft immer als Frage in den vergangenen Videos von mir. Muss man nicht eigentlich hinter dem Wechselrichter auch nochmal einen FI-Schalter oder eine Sicherung irgendwie dran machen? Ne? Ja, es gibt VDE-Bestimmungen, da ist es so, dass man, wenn man eine feste Installation hat, muss man auch nach einem Wechselrichter nochmal eine Sicherung und eine FI-Steckdose, einen FI-Schalter verkabeln, also mit einbauen. Wenn man aber nur diese Steckdosen hier benutzt, bei dem Modell zum Beispiel gibt es nur diese Steckdosen, der hat 2000 Watt. Wenn man eine größere Version nimmt mit 2500 Watt oder 3000 Watt, dann hat man da noch so ein Anschlussterminal, wo man die Kabel direkt anschließen muss. Dann müsste man eigentlich laut VDE tatsächlich eine Sicherung nochmal dahinter machen und einen FI-Schalter. In dem Fall ist es nicht nötig. Man kann einfach so die Kabel da einstecken. So ist es irgendwie definiert. Also wir haben es ja auch in den letzten Videos nicht gemacht, weil es eigentlich, das Gerät selber hat Sicherungsfunktionen, da ist jetzt nicht, da ist keine Gefahr oder so, das sind einfach die Bestimmungen der VDE-Norm. Das nochmal dazu als Info. In dem Zusammenhang auch ganz wichtig, wenn ihr euch ein Wohnmobil ausbaut und das als Wohnmobil eintragen lassen wollt, dann muss das ja vom TÜV abgenommen werden und als Wohnmobil wird dann geprüft, ob es wirklich ein Wohnmobil ist. Da gibt es verschiedene Kriterien. Man muss zum Beispiel einen festen Kocher fest eingebaut haben. So ganz im Detail will ich das gar nicht ausführen. Aber worauf ich hinaus will, neuerdings wird auch die Elektrik dann geprüft. Habe ich jetzt irgendwie mehrfach gelesen. Es gab nämlich Ende 2019 ein Update dieser ganzen Bestimmungen, also Elektroinstallationen in Wohnmobilen. Und neuerdings prüft auch der TÜV, wenn ein Auto als Wohnmobil eingetragen wird, die Elektrik. Ja, das heißt, man muss sich dann die Elektrik abnehmen lassen von einem Elektromeister. Der muss bescheinigen, dass das VDE-gerecht gemacht ist. Und dann ist es natürlich echt super wichtig, dass man alles wirklich hundertprozentig sauber verkabelt hat und fachgerecht ausgeführt hat. Ne? In den vergangenen Videos habe ich auch an so ein paar Stellen gefuscht. Da habe ich auch manchmal böse Kommentare gekriegt. Kabelschuhe quetschen mit einer Rohrzange, das geht ja gar nicht. Oder löten an der Stelle, bla und so. Ja, ist natürlich auch richtig. Habe ich inzwischen auch eingesehen. Deswegen habe ich mir ja auch extra noch teureres Werkzeug gekauft. Diesmal haben wir es eigentlich nur mit Profi-Werkzeug gemacht. Allerdings, wenn man weiß, was man tut und weiß, wie das Endergebnis aussehen muss, ne, dann kann man natürlich letztendlich jedes Werkzeug nehmen. Aber es ist natürlich nicht so geschickt, das zu zeigen, so als Vorbild. Weil wenn jemand da irgendwie das erste Mal dran geht und dann fängt er an, mit einer Rohrzange Kabelschuhe zu quetschen, dann kommt meistens nichts Gutes bei raus. Insofern, kauft euch vernünftiges Werkzeug und sorgt dafür, dass die Kabelschuhe sehr gute Verbindungen haben. Das ist wirklich wichtig, vor allem, wenn man so hohe Leistungen benutzt. Die werden sonst heiß. Oder da gibt es irgendwie Wackelkontakt. Fachgerechtes Arbeiten ist echt wichtig. Ne? Also ein paar Sachen fehlen jetzt noch. Hast noch was zu tun auch, ne? Genau, wir müssen ja noch die Standheizung montieren. Die muss ja auch noch an Strom ran. Da muss ja noch die Leitung verlegt werden für den Tank, die Zuleitung und Pumpe und so weiter. Ihr kennt das bestimmt. Ihr habt da bestimmt schon einige Standheizungsvideos gesehen. Ja, das besteht uns noch vor. Dann der weitere Möbelausbau. Wir haben hier noch so einiges zu tun. Aber das Wichtigste ist erstmal, wie erst die Elektrik läuft und wir sind sehr zufrieden. Jürgen hat das wunderbar gemacht. Mit eurer Hilfe? Ja. Es war ein super Projekt, hat ja. Uns sehr viel Spaß super. Gemacht. Ja, gerne wieder. Ne? Ja, und ich würde euch super gerne, also wir treffen uns ja sowieso ab und zu wieder, ja, das ist eh klar, Fall. Aber ich würde super gerne mit euch nochmal ein Video machen und mal schauen, wie das Auto dann ja. So fertig aussieht. Ne? Ansonsten schaut bei Ihnen mal, wie gesagt, auf dem Instagram-Kanal. Da könnt ihr das jetzt auch weiter verfolgen, wie es ja. So stückweise weitergeht. Ne? Genau, es geht weiter. Ja. Schön. Wir sehen uns dann auch in zukünftigen Videos wieder. Ja, genau. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, wo wir angeln waren, ihr müsst es euch anschauen. Ne? Wirklich, ihr müsst es anschauen. Maya hat den größten Fisch gefangen. Das ja. War echt ein Abenteuer. Die beiden, das erste Mal angeln. Oh. Haben wir ihn? Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn. Krass. Boah, ist das ein Fisch. Wir haben ihn. Yeah. Das war schon ein Erlebnis. Genau. Nicht nur für die beiden, sondern auch für uns. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ja. So, in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, dann schreibe ich es in meinen Blogartikel. Wie gesagt, unter dem Video findet ihr Links
zum Blogartikel und da gibt es noch viel mehr Infos, Schaltplan, alles, was das Bastlerherz braucht. Richtig. Das ist gut. So, und seid ihr glücklich? Oh, wir sind mega glücklich, ja. Ich auch. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und auch. Immer wieder gerne. Und wenn du mal Hilfe brauchst, dann kommen wir zu dir. Na klar, wir gehen wieder angeln. Auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Vielleicht noch eine schöne Paddeltour oder so. Oh ja. Das machen wir. Okay, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, gerne den Daumen nach oben. Schaut mal bei den Hansemöwen vorbei auf Instagram. YouTube-Kanal haben wir auch. Verlinke ich euch alles unter dem Video. Und ansonsten viel Spaß bei euren Abenteuern. Bis dann. Ciao, ciao.